Zeit herzlich willkommen im alten Videomagazin und dem Parkcheck zum Yummy Park in Vermont. Im heutigen Parkcheck geht es in das niederländische Roermond. Die 56.986 Einwohner große Stadt der niederländischen Provinz Limburg ist berühmt für das MacArthur Glen Designer Outlet. Seit dem 21. März 2015 befindet sich am Fuße des Designer Outlet der Entertainment Park Yumble, der Next Generation Theme Park sozusagen. Der Freizeitpark des 21. Jahrhunderts bietet auf 9000 Quadratmetern Simulatoren und andere Attraktionen der neuesten Generation. Eine Besonderheit ist die Möglichkeit, im Handumdrehen neue Attraktionen entstehen zu lassen, indem die Simulatoren einfach einen neuen Film samt Farbraum aufgespielt bekommen. Was dies noch einfacher macht, ist die quasi nicht vorhandene Thematisierung. Keine Frage, mit den Traversen und Deko-Elementen zusammen mit unzähligen LED-Moving-Heads wird schon ein stimmiges Bild erzeugt, welches doch sehr eintönig und wenig individuell ist. Eintönig ist auch die beste Überleitung zum äußeren Erscheinungsbild des Yumble Entertainment Park. Ein riesiger, rechteckiger blauer Klotz steht nun in Roermond, samt LED-Screens an den Seiten und auf roten Stützen. Da Yumble auf Stützen steht, befindet sich unter dem Park der Parkplatz. Die Halle bietet den Vorteil, dass es nie schlechtes Wetter gibt. Ein weiterer Vorteil bei einer so kleinen überschaubaren Halle ist ja, dass man die Kinder beruhigt alleine rumlaufen lassen kann. Auf der Homepage des Parks heißt es Yumble, enter a new world. Und das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Der Yumble Entertainment Park hat nur in den Schulferien der Niederlande, Belgien und Deutschland an den Wochenenden sowie mittwochs nachmittags geöffnet. Um lange Warteschlangen an den Attraktionen zu vermeiden, wird nur eine bestimmte Anzahl an Gästen pro Tag und Zeitfenster in den Park gelassen. Richtig, Zeitfenster. Entweder von morgens 9.30 Uhr bis 15 Uhr oder 13.30 Uhr bis 19 Uhr. Zu beachten wäre, dass mittwochs nur das zweite Zeitfenster zur Verfügung steht. Aus dem Grund des begrenzten Eintrittes empfiehlt der Park, die Tickets vorab online zu buchen, was von Deutschland aus nur per Sofortüberweisung via Online-Banking geht. Im Yumble Park hält man dann sein E-Ticket an einen der Ticketscanner und dieser spuckt dann ein Armband aus, was zum Eintritt in den Park berechtigt. Entscheidet man sich für die Risikovariante und holt sich sein Ticket in die digitale Freizeitparkwelt vor Ort, muss man dies an einem Automaten tun, à la Parkhaus-Ticketautomat. Übrigens, das Parkticket, um wieder auf den Parkplatz zu kommen, gibt es auch an diesem Automaten. Mit 3 Euro für einen Freizeitpark total in Ordnung, aber mehr würde auch keiner zahlen, da der Parkplatz des Outlet-Centers auf der anderen Straßenseite liegt, bei dem der Tagestarif 3 Euro beträgt. Der Eintrittskartenautomat sollte heute das erste sein, was nicht so richtig läuft, und das trotz Bedienung einer freundlichen Mitarbeiterin. Nach einer leichten Verzögerung und einem manuell ausgestellten Armband ging es nun in den Entertainment Park Yumble. Aber kurz noch zu dem Ticketautomaten. An diesen gibt es auch spezielle Verzehrkarten. Sämtliche Gastronomie im Yumble kann man bar oder mit Karte zahlen. Aber für spezielle Food-Momente, für die auch ein Countdown runterläuft, braucht man diese speziellen Verzehrkarten. Die Attraktionen. Neben der Yumble Stage bietet der Entertainment Park 11 weitere Attraktionen. Diesmal teile ich diese aber nicht in Coaster, Wasserbahn und so weiter auf, da wir hier fast nur Simulatoren haben. Also orientieren wir uns am Parkplan und gehen vom Eingang aus im Uhrzeigersinn einmal rum. Tim's Rescue. Ein klassischer Flugsimulator bzw. zwei nebeneinander, die sich eine runde, etwas zu niedrige Leinwand teilen. Hier nimmt uns Tim mit auf die Reise durch die Fabrik, in der das Yumble-Betriebsgeheimnis produziert wird. Und zwar Fun. Außer ein paar Seifenblasen, Wind und Nebelfontänen ein ganz normaler Flugsimulator.
Avatar. Avatar sind drei verschiedene Räume und damit drei verschiedene Spiele. In sogenannten VR-Boxen. Einfach gesagt Greenscreen-Räume. Bei denen eine Seite offen ist und eine Leinwand beheimatet, auf der ein Videospiel gezeigt wird. Der Controller ist man selbst und steuert durch Laufen und Springen seine Spielfigur. Vorausgesetzt, man schafft es, vom System registriert zu werden. 2 von 3 Mal hat das nicht funktioniert. Nette Idee, aber vom Gameplay her noch nicht ganz ausgereift. Twister. Twister ist mal kein Simulator, sondern real. Ein Disco der italienischen Firma Zamprella Rides. Der Unterschied zu den Disco-Coastern wie im Moviepark oder Plopsaland besteht darin, dass bei Disco nur Platz für 24 Personen ist. Statt 40 wie bei Disco-Coastern bzw. einem Megadisco. Außerdem ist bei einem Disco oder Megadisco die Strecke U-förmig und bei Disco-Coastern W-förmig. Twister bietet wie alles im Jumble Park keine wirkliche Thematisierung, stellt aber mit seiner Lichtshow Kollegen wie den Disco-Coaster Crazy Surfer Movie Park Germany in den Schatten, kommt aber nicht zum Beispiel an De Grote Golf im Plopsaland ran. Trotzdem schön anzusehen und macht Spaß. Picture this. Andenken an Jumble gibt es nicht nur im Shop, sondern auch bei Picture this. Hier hat man die Möglichkeit, mit Tim und den anderen Jumbles ein Foto zu machen. Alles passiert automatisch und vor einem Greenscreen. Auch die Fotos werden an einem Automaten gesichtet und geordert, sowie bezahlt. Guck mal, wir sind schön mit. Ja. Du kannst ja nicht groß machen, das ist verboten. Ach. Lift of Horror. Die nächste Attraktion findet sich nicht auf dem Parkplan und ist auch im Park nicht leicht zu finden. Dabei muss sich der Lift of Horror nicht verstecken, denn die Queue-Line ist wirklich gut thematisiert. Der Güteraufzug des Jumble Entertainment Park wurde von den Technikern als untauglich eingestuft. Wer sich dennoch dorthin verirrt, braucht Nerven aus Drahtseil. Wie so vieles ist auch der Aufzug nur ein Simulator, dennoch interessante Idee. Mia and Me the Ride. Mit Mia and Me the Ride feiert im Jumble ein interaktiver 3D Dark Ride Weltpremiere. Natürlich ist ein interaktiver 3D Dark Ride nichts Neues, siehe Maus und Schokolade im Phantasialand. Nur entscheidet sich hier der weitere Verlauf der Story nach der erzielten Punktzahl der Spieler. Die spannende Fahrt mit Einhörnern, Elfen und Magie ist genau das Richtige für alle Mädels. Hier findet sich zum Glück auch das eine oder andere Deko-Element. Die Armschiene, die als Kanone dient, ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber mal was Neues. The Tower. The Tower ist ein 7 Etagen starker und rund 8 Meter hoher Kletter- und Spielturm mit allem, was dazugehört, wie Kletterwand, Rutsche oder Bälleparadies. Aber zu einem Park der Zukunft gehört auch in so einem Spielturm Laser-, Licht- und Nebeleffekte. Für die ganz Kleinen gibt es das Ganze auch nochmal in viel kleiner. The Dome Asteroids. Dieser Simulator war leider außer Betrieb. Im Inneren sitzt man auf einem runden Simulatorträger und schießt mit echten Projektilen auf eine 360-Grad-Leinwand.
Cars. Der Klassiker sind Autoscooter. Die Kids-Version nennt sich im Jumble Cars. Laut Jumble müssen Autoscooter cool gestylt sein. Schade, dass hier die Chaisen nur grau und hässlich sind. Labyrinth. Zocken auf dem Sofa war gestern. Im Jumble Park wird man mit Pistolen bewaffnet in einen Parcours geschickt. Auf der Pistole befindet sich ein Display und im Labyrinth verschiedene Bildschirme. Durch das Display sieht jeder auf dem Bildschirm sein eigenes Spiel. Leider ist das Ganze kein richtiges Labyrinth, sondern eher eine Ansammlung von verschiedenen schwarzen Trennwänden mit Bildschirmen. Hier würde Theming einiges rausreißen. Ansonsten ist das Labyrinth ein Handygame mit Pistolen und Laufen. Artist Ocean. An zwei langen Tischen warten Fischvorlagen auf den Besucher zum Ausmalen. Danach kann man seinen Fisch einscannen und im digitalen Ozean schwimmen lassen. Leider waren fast alle Stifte leer und einscannen lassen wollten sich unsere Fische auch nicht. Die Eintrittspreise. Von 0 bis 2 Jahren ist der Eintritt gratis. Ab 3 Jahren bezahlt man online 11,60 Euro und vor Ort 14,50 Euro. Das Fazit. Das Fazit ist meine subjektive eigene Meinung und jeder sollte sich sein eigenes Bild machen. Wir waren nach 1,5 Stunden gemütlich mit allem durch, wo dann die knapp 15 Euro für jeden schon etwas viel sind. Alles wirkt noch sehr unfertig und nicht ausgereift. Und wir haben bis jetzt nicht das Gefühl, nochmal dorthin zu müssen. Wer weiß, ob sich das Ganze auf Dauer halten kann. Auch sehe ich keine Möglichkeit, das Angebot zu vergrößern. Für Kinder ist der Park sicher super geeignet, aber für Freunde von richtigen Themenparks ist Jumble eher nichts. Natürlich lässt sich ein Besuch im Outlet super mit Jumble kombinieren, aber extra für Jumble lohnt der Weg nach Romont nicht.